Erstmal bleiben wir so mit dem, was wir haben. Wir haben jetzt hier SCG-90, Schrotflinte, dieses Werkzeug und ein Scharfschützengewehr. Okay, gut. So, nachdem wir diese Mission gemacht haben, würde ich auch gerne... Ach, ich drücke immer Escape. Ich möchte natürlich hier auf Karte. Ich möchte jetzt auch mal so eine Aufgabe ausprobieren. Prüfung der Rakyat. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr cool ist. Was ist das? Linkes Alt. Außenposten. Ach so, okay. Das sind nur Außenposten. Ja, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin, glaube ich. Habe ich jetzt nicht so das krasse Bedürfnis. Übergabe kennen wir ja schon. Haben wir, glaube ich, schon zweimal gemacht. Wenn ich mich nicht völlig irre. Bambuspass, was ist das? Das ist ein Rennen? Inselrennen, cool. Das können wir auch mal machen. Aber machen wir erstmal eine Prüfung der Rakyat. Ach ja. Ja, das mit dem Wegpunkt setzen, das muss ich wohl doch noch ein bisschen üben. So, rennen wir mal nach da oben. Und schauen uns diese Aufgabe an. Die Prüfung der Rakyat. Das ist bestimmt sehr cool. Huch, da geht's lang. So, und ich würde vorschlagen, nachdem wir diese Prüfung der Rakyat gemacht haben, gehen wir mal zu Citra danach, auf jeden Fall. Beuterucksack, ja gut. Egal, wir kommen schon so zurecht irgendwie. Wenn wir noch irgendwas haben, können wir ja auch was verkaufen. Ich schätze mal, bei Citra wird es wieder einen Job geben. So wie es aussieht, scheint die ja mit den Rakyat ganz dicke zu sein. Oder irgendwie so ein bossmäßige Position eingenommen zu haben. Deswegen schätze ich mal, wird das kein Problem sein, dort irgendwas zu verkaufen. Deswegen habe ich jetzt auch die Sachen einfach mal alle mitgenommen. Oh, scheiße. So. Jetzt müssen wir aber ganz scharf links abbiegen. Alter, was ist denn hier? Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. Ah, Alter. Lösch das Feuer, lösch das Feuer. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen direkt so ein Ding ins Reingejagt. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht aussuchen kann, ob man Medizin nutzen möchte oder einfach nur ganz normales Heilen. Mist, wir sind jetzt, glaube ich, hier völlig falsch gelandet. Aber egal, wir schlagen uns einfach durch. So. Haben wir da vorne irgendwas? Oh, shit. Okay. Nehmen wir mal die Schrotflinte. Muni sparen. Und hier einmal mit dem Takedown. Zack. Und dann können wir mal ein bisschen zurückziehen. Einfach nur, weil es irgendwie cool aussieht. So, einmal nachladen. Und hier kann man doch Leiche plündern. So, das wollte ich. Kette mit Nagetierkopf und 3 Dollar. Ist nicht viel, aber huch. Immerhin etwas. Ah, gut, dann nehmen wir halt doch das Auto. Dann plündern wir diese Leiche eben nicht. Huch. Ja, das mit dem Autofahren klappt sehr gut, wie man sieht. So, jetzt mal ein bisschen Gas geben. Übrigens, sicherlich haben es einige von euch gemerkt, bei dem Battlefield 4 Let's Play habe ich ja so eine Chose hier mit Folgenbeenden gemacht, ne? Ich weiß ja nicht, ob euch das gefallen hat. Also wenn, dann sagt doch einfach Bescheid, dann mache ich das weiter so. Ich habe jetzt erstmal mich dazu entschieden oder mich dazu durchgerungen, das erstmal nicht zu machen. Und dann mal zu schauen erstmal, ob es euch überhaupt gefällt, wenn ich das mache. Bei den ersten 4 Folgen von Battlefield ist das zu sehen. Also wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, klickt doch einfach mal das Battlefield 4 Let's Play an. Dann wisst ihr sofort, was ich meine. Und ja, also wenn euch das gefällt und ich das so weitermachen soll, schreibt es einfach in die Kommentare, dann wird sich das auf jeden Fall so durchsetzen. Ich habe es mal ausprobiert, es ist erst ein bisschen befremdlich, aber ich finde, das kann man auf jeden Fall machen. Also fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen nerviger vorgestellt, ehrlich gesagt, das ständig Feuer zu beenden. Aber tatsächlich hat es auch so funktioniert. Oh, okay. Da sind irgendwelche Gegner. Die wollen wir jetzt nicht. Sind wir schon wieder in Amanaki gelandet? Alter. Wir haben es geschafft, erfolgreich um die ganze Insel zu fahren und nicht in Amanaki und schon wieder in Amanaki anzukommen. Ah, wir sind mal wieder alte Pros und so. Ja, naja, egal, dann müssen wir halt nochmal da hochlaufen. Was macht das schon? Ist ja jetzt, glaube ich, auch gar nicht so weit, hoffe ich. Naja, gut, es ist ein kleines Stück, aber das schaffen wir schon. Vielleicht können wir auf der Hinreise noch ein paar interessante Tiere entdecken. Sollten wir sie entdecken? Ich bin bereit. So, ich nehme dafür extra die STG-90. Falls irgendwas wieder auf Entfernung auftaucht. Aber guck mal, das sieht doch schon wie der Reihersitz aus, den wir brauchen. Ne, Leute, da finden wir sicherlich diese Prüfung der Rakyat. Das ist bestimmt hier dieser Stein, ne? Das hatten wir doch schon mal. Irgendwo haben wir das schon mal gefunden. Bei diesem Holzfäller-Camp.
Genau, da war das. Ubi Peplurobe. Einfach mal gucken. Verstecken. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. 61, was? 19.475 Spieler haben an dieser Prüfung der Rakyat teilgenommen. Das muss irgendwas in so eine Dingens aus dem Internet sein. Erreich 175 Punkte, um $250 zu erhalten. 250 Punkte. Ach nee, 250 für 400 XP. Okay, dann ja, starten wir einfach mal. Das ist bestimmt eine richtig geile Mission. 5 Punkte Angreifer, Kill, Verteidiger, Berserker, Pyroman. Okay. So, zack, erstmal ein paar Takedowns. So, Angreifer, Kill. Und da vorne haben wir gleich den nächsten. Zack, haben wir ihn einfach mal schön durch die Büsche erledigt. Takedowns bringen natürlich ordentlich Geld. So, was haben wir hier? Verdammt, ich wollte ihn eigentlich noch schnell messern. Na komm, komm, komm. Oh, Alter. Ich bin gerade extrem konzentriert. Ich will hier natürlich ordentlich abräumen. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich einen davon noch eben mit einem Messer erledigen. Na los, na los. Wir könnten... den anderen so. Ja. Hat perfekt funktioniert. Ich wollte den einen einfach nur so ausschalten und dann können wir den anderen in Ruhe messern. So, zack. Alter, der hat echt eine gute Reichweite mit dem Messer. Finde ich klasse. Also ich glaube, auf die Weise machen wir schon ordentlich Punkte. Oh, 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 oh. So, wir müssen uns ein bisschen verstecken. Ist für gleich erledigt. Schnell, ein bisschen verstecken. Los, los, los. Nein, wir können uns auf keinen Fall verstecken. Sonst machen wir keine Punkte mehr. Los. So, geil. 215, immerhin. Ah, wir könnten es nochmal probieren. Vielleicht schaffen wir noch mehr Punkte. Komm, ich probiere es einfach nochmal. Das macht echt Bock. Richtig geil. Lautloser Kill, 25 Punkte. Kopfschuss, ne, ne. Okay, wir rennen wieder los und machen den hier. Das war schon sehr effektiv. Und das machen wir bei dem natürlich auch. Zack, ich versuche mal alle zu messern, die hier sind. Wirklich alle. So. Und da haben wir den nächsten. Zack. Also das mit dem Takedown funktioniert extrem gut. Haben sie echt geil umgesetzt in dem Spiel. Es macht richtig Bock, mit dem Messer zu agieren. Aber hier haben wir den nächsten. Zack, siehst du, wir können einfach quasi anspringen. Wir können die Gegner so ein bisschen anspringen und dann zack, läuft das. Ach, wir haben unendlich Medizin. Das hätte mir mal einer vorher sagen können. Dann hätte ich mich natürlich auch häufiger geheilt. Wobei das eh nicht eigentlich nötig ist, aber... Und direkt wieder. Na komm, 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 komm. Und wieder schnell eine Spritze reinhauen. Yeah, okay, wir haben es geschafft. So, die erste Spritze konnten wir uns wieder reinhauen. Verdammt. Zack, okay, wir haben es doch noch geschafft mit dem Takedown. Wow, und hier der nächste... Komm, 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 noch ein. Alter, Alter, komm, 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 komm. Los, hau dir was rein, hau dir was rein. Los, heil dich, heil dich. Alter, ey. Ach, wir können hier noch solche Zeitdinger freischalten, das wusste ich gar nicht. Okay, los, 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 los. Zeitbonus von 10 Sekunden und hier wieder ein Zeitbonus. Alter, das wusste ich überhaupt nicht, dass es hier so Zeitboni gibt. Na komm, erledige ihn. Nein, heil dich, heil dich. Heil dich. Scheiße, wir sind tot. Ah. Na gut, das werden wir vielleicht irgendwann nochmal wieder probieren, aber fürs Erste lassen wir es erstmal. Müssen wir ja auch nicht 10-mal hintereinander machen. Okay, dann haben wir diese Prüfung der Rakyat auch mal gemacht. Sehr, sehr geil. Macht echt richtig Bock. So, hier haben wir ein weißes Blatt. Aber ich würde sagen, so, ich mache jetzt erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Denn ich bin mal wieder ein bisschen unter Zeitdruck. Habe ich ja in letzter Zeit echt ein paar Probleme mit. Zeitmäßig. Ich muss die Folge heute noch rendern und gleich erstmal hochladen.
Battlefield 4 übrigens auch noch, aber das schaffe ich schon auch noch alles. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3 oder Let's Play Battlefield 4, was ja im Moment auch läuft. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und für 50 Abonnenten, inzwischen sogar schon 51. Ich habe gerade geguckt. Vielen, vielen lieben Dank. Ohne euch wäre das hier echt alles ganz schön scheiße, würde ich einfach mal sagen. Und ich freue mich, dass ihr echt alle so treu zuguckt und bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.